Habt ihr gewusst, dass ein paar der berühmtesten Filme aller Zeiten auf Comics basieren, die ihr vermutlich noch gar nicht kennt? In dieser speziellen Folge des Movie Trivia möchte ich euch daher mal ein paar Filme vorstellen. Nur mal das als Beispiel. The Mask mit Jim Carrey war auch ursprünglich mal ein Comic. Und zwar eines, das völlig anders war als der Film. Das Comic ist tatsächlich wahnsinnig blutig und brutal und hat mit dem Film nicht so wirklich viel zu tun. Was für andere Beispiele ich gefunden habe für Filme, die auf Comics basieren, die ihr nicht kennt, das zeige ich euch jetzt im Movie Trivia. Yeah, that's great, bro. Who's the man? Wanted. Dass Wanted ursprünglich ein Comic war, dürfte euch vielleicht bekannt sein, aber wusstet ihr auch, wie sehr der sich zum Teil vom Film unterscheidet? Im Film von 2008 spielt James McAvoy einen jungen Büroangestellten, dessen Leben aus den Fugen gerät, als er erfährt, dass er der Sohn eines legendären Profikillers ist. Es folgen 100 spaßige Minuten, in denen eine geheime Killerorganisation namens Bruderschaft den Anweisungen folgt, die sie aus einem Webstuhl herauslesen. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit den Kugeln, die unsere Helden durch eine ganz bestimmte Bewegung krümmen können, um so auch um Ecken zu schießen. In der Comicvorlage existiert von all dem gar nichts. Zumindest fast. Die Charaktere heißen ähnlich, der Rest ist aber komplett anders. Es gibt keinen Webstuhl, keine Profikiller und sogar die Nummer mit den gekrümmten Kugeln fehlt komplett. Die sogenannte Bruderschaft ist hier auch keine Organisation von Profikillern, die für das Gute kämpft, sondern eine Gruppierung von Superschurken, die sich im Verlauf der Comichandlung untereinander bekriegen. Wanted war als Comic noch schwarzhumoriger als der Film und tatsächlich auch nochmal ein bisschen brutaler. Deswegen, Fans können hier definitiv mal reinschauen. Snowpiercer. Snowpiercer existiert mittlerweile nicht nur als fantastische Filmversion vom Parasite-Regisseur Bong Joon-ho, sondern auch als Serie, die es bisher auf 3 Staffeln bringt. Was ich jedoch nicht wusste, nicht Bong Joon-ho hat sich das Konzept ausgedacht, sondern die beiden Franzosen Jacques Loeb und Jean-Marc Hurchette, die zwischen 1982 und 2000 die Graphic Novel Le Transpersonnage veröffentlichten, die hierzulande unter dem Namen Schneekreuzer erschien. Schneekreuzer unterscheidet sich teils stark in den einzelnen Details. So gibt es beispielsweise keinen einzigen der Filmcharaktere. Im Comic geht es um eine generelle Gesellschaftskritik, im Film eher um Klassenunterschiede. Die Comicvorlage lohnt sich daher unbedingt als Ergänzung für Fans des Films. Have a nice day. Time Cop. Yep, auch der Jean-Claude Van Damme-Klassiker Time Cop war vor der Kinoversion ursprünglich ein Comic. 1992 erschien für den Dark Horse Verlag eine dreiteilige Kurzgeschichte über den Zukunftskop Max Walker, der Zeitreiseverbrechen verhindern soll. Film und Comic haben zwar dieselbe Ausgangsidee, ansonsten gibt es hier aber praktisch keinerlei Überschneidungen. Im Comic gibt es affige Zukunftsrüstungen, einen Killerroboter und am Ende besiegt jemand die gesamte Armut in ganz Afrika. Ja, klingt so, als hätten wir mit dem Film die wesentlich bessere Version bekommen. Man in Black. Oh man. Na, gewusst, dass auch Man in Black ein Comic war? Falls nicht, lasst mich kurz ausholen, denn die Unterschiede sind ziemlich gewaltig. 1990 erschienen 6 Ausgaben des Comics bei einem winzigen kanadischen Comic-Label, in denen der Humor der Filme fast völlig fehlte. Die Comics waren eher düstere Geschichten für Erwachsene, in denen die Man in Black zum Teil sehr brutal vorgehen. Außerdem ging es nicht nur um Aliens. Die Man in Black-Organisation geht in den Heften gegen alle möglichen mythologischen Kreaturen vor, wie Werwölfe, Zombies oder sogar Dämonen. Wer sich noch nachträglich diese Comics besorgen möchte, sollte aber Vorsicht walten lassen. Nach dem Filmstart veröffentlichte ausgerechnet Marvel eine eigene Reihe, basierend auf der Filmhandlung. Die haben mit den Originalcomics aber nichts zu tun. Addams Family. Die etwas jüngeren Zuschauer unter euch kennen die Addams Family vermutlich nur aus den Animationsfilmen. Die morbide Familie flimmerte aber schon weit früher über die Kinoleinwand in 2 Adaptionen in den 90ern, in mehreren Cartoonserien und noch ein bisschen früher in den 60ern als TV-Serie. Zurück geht die Addams Family aber auf die kleinen Zeitungsstrips des Zeichners Charles Addams, die ab 1938 im New Yorker Magazine veröffentlicht wurden und schnell populär wurden. In den Comicstrips wurden nie längere Geschichten erzählt. Bis in die 60er hatten die Figuren nicht einmal Namen, die kamen dann erst in der TV-Serie 1964. Oh. The Fountain.
Abgespacete Bilder mit leuchtenden Bäumen, Hugh Jackman fliegt mit Glatze durchs Weltall und dazwischen eine herzzerreißende Love Story, die mehrere Jahrhunderte umspannt. Darren Aronofskys Fantasy-Romanze The Fountain war ein Film großer Ambitionen, an denen er letztlich geradezu scheitern musste. Die Entstehung des Films war nämlich mal wieder ein besonders steiniger Weg. Bereits 2002 sollte The Fountain mit einem Megabudget von 70 Millionen Dollar gedreht werden. Da noch mit Brad Pitt und Kate Blanchett in den Hauptrollen. Weil Pitt das Drehbuch aber noch nicht gut genug fand, sprang er kurz vor Drehstart ab. Woraufhin Warner Brothers kalte Füße bekam und das Projekt komplett absägte. Aronofsky, der seine Geschichte aber unbedingt erzählen wollte, beschloss The Fountain zumindest als Graphic Novel umzusetzen. Und die erschien dann auch im Jahr 2005. Und zwar genau ein Jahr, bevor Warner Brothers dann doch noch ein Einsehen hatte und Aronofsky anbot, The Fountain für die Hälfte der ursprünglichen Kosten zu drehen. Die Filmfassung ist daher eine stark heruntergedampfte Version seiner ursprünglichen Idee. Ein Blick in die Graphic Novel lohnt sich also schon deshalb, weil dies hier die Vision ist, die Darren Aronofsky ursprünglich im Sinn hatte. Oblivion. Oblivion ist zwar einer von Tom Cruise weniger bekannten Filmen, aber ich mag den Science-Fiction-Film tatsächlich sehr, besonders für sein tolles Art-Design. Die Besonderheit in diesem Fall, Oblivion basiert auf einem Comic, der überhaupt nicht veröffentlicht wurde. Joseph Kosinski, der Regisseur, ließ den Comic produzieren, weil er für seine Idee als Drehbuch keine Investoren fand. Die Oblivion Graphic Novel fungierte daher im Grunde als visueller Pitch, der dann tatsächlich auch von Disney aufgegriffen wurde. Bis heute ist der Comic nie erschienen, aber inhaltlich dürften sich beide Versionen ohnehin stark ähneln. We're close. I said, coffee! History of Violence. David Cronenbergs History of Violence ist ein fantastischer Thriller über die Natur der Gewalt mit großartigen Darstellern, einer Atmosphäre zum Schneiden und war natürlich vorher eine Graphic Novel. 1997 erschien der rund 300 Seiten schwere Band, der sich jedoch recht drastisch vom Film unterscheidet. Die grundlegende Handlung über einen Familienvater, dessen dunkle Vergangenheit ihn einholt, ist im Kern zwar dieselbe, im Comic erfährt man in zahlreichen Flashbacks aber deutlich mehr über die im Film von Viggo Mortensen gespielte Figur. Die zweite Hälfte des Comics ist aber fast völlig anders aufgebaut. Erfunden wurde History of Violence übrigens von John Wagner, der ironischerweise viele Jahre zuvor Judge Dredd erfand. Und die Figur kennt sich mit Gewalt nun wirklich aus. Aliens vs. Predator. Das hier dürfte bekannt sein, ich erwähne es aber trotzdem, weil die Aliens vs. Predator Comics tatsächlich ziemlich cool sind und teilweise sehr tief in die Lore der beiden Alien-Spezies eintauchen. Dabei macht bis heute die Annahme die Runde, die Comics seien entstanden, weil im zweiten Predator-Film am Ende ein Alien-Kopf als Easter Egg zu sehen war. Die erste Ausgabe der Comics erschien aber schon im Jahr 1989, also ein Jahr vor der Veröffentlichung von Predator 2. In den Comics wird von einem jahrtausendelangen Krieg beider Rassen erzählt. Die Predator-Kultur wird im Detail gezeigt und auch die Aliens bekommen etwas mehr Background, wobei deren beste Geschichten in ihren eigenen Alien-Comics zu lesen sind. Die Idee, dass die Predator-Rasse die Aliens als Jagdtrophäen sammeln und dafür Alien-Königinnen in Gefangenschaft zur ständigen Brut zwingen, griff zwar auch Paul W.S. Andersons Filmversion von 2004 auf, ansonsten gibt es aber keinerlei Überschneidungen zu den Comics, was angesichts der Qualität der Filme eher eine gute Sache ist. Vor allem der zweite Teil war derart mies, dass sämtliche Planungen für weitere Fortsetzungen danach klammheimlich begraben wurden. Die Comics existieren aber bis heute, unter anderem mit weiteren Crossover-Auftritten. So gab es zum Beispiel Aliens vs. Predator vs. Terminator, Judge Dredd sprang auch mal durch die Panels und besonders wild ist Superman und Batman vs. Alien at Batman, was es alles gibt. Was ist das denn? Cowboys and Aliens. Erinnert sich noch jemand an Cowboys and Aliens? Na? Ja, so richtig nachhaltig im Gedächtnis ist der Film nicht geblieben, aber für einen launigen Spaß zwischendurch hat das Gerangel zwischen Cowboys und Aliens schon getaugt. 2006, also 5 Jahre vor der Filmumsetzung, erschien die Graphic Novel und erzählte im Großen und Ganzen dieselbe Geschichte wie der Film. Allerdings weichen die Figuren und Situationen doch recht stark voneinander ab. Eine sonderlich komplexe Erzählung bieten allerdings beide Versionen nicht. Auch diese Graphic Novel erschien übrigens aus der Not heraus. Die Idee zu Cowboys and Aliens existierte nämlich zuerst als Drehbuch für einen Film, der allerdings auch keine Investoren fand. Erst als die Graphic Novel Anklang bei den Lesern fand, sicherte sich Universal Pictures letztlich doch die Rechte und setzte den noch recht unbescholtenen James Bond in die Hauptrolle. So, und damit bin ich durch mit dieser Folge des Movie Trivia, falls euch das gefallen hat. Ich habe tatsächlich noch ein paar mehr Comics gefunden, die die Vorlage für bekannte Filme waren. Falls ihr die auch noch wissen wollt, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.